Mach die Musik aus. Ohne die Musik ist es viel weniger gruselig. Was ist los mit dem Kerl? Was ist los mit dem Typen? Oh! Nochmal ein Wasser saufen. Das Spiel ist krank, Mann. Servus. Du Schlampe! Ich wusste nicht, dass der auch von dieser Seite kommen kann, der Trottel. Immerhin ist die Musik cool. Der fette Trampel geht wieder. Also zwei Ventile. So Räder. Mach auf die Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, dass das erste Ventil da irgendwo ist. Ah, siehste, da kannst du dich durchzwängen. Habe ich gar nicht gesehen noch. Wird nicht ohne Grund hier sein. Guck mal. Gut, hier ist das erste. Hier ist das fucking erste, Mann. Wir kommen gut voran. Sowohl mit dem Fortschritt als auch in meiner Hose.
Kann er nicht nach rechts gehen? Soll ich jetzt hier warten, bis der nochmal kommt? Der kommt mit Sicherheit gleich nochmal. Dann hoffe ich, dass er nach rechts geht. Hat er mich gesehen? Vermutlich. Hallo, ich bin da hinten. Ich bin hinten rausgeklettert. Rausgekrabbelt. Scheiße, du verfickter Hund! Was war jetzt mein Ziel? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Kann ich das hier irgendwo lesen? Notizen. Ziele, wo sind die Ziele? Aber es hat gespeichert. Ich fühle mich besser. Ja, kannst auch noch normal die Tür aufmachen, du Trottel. Ich dachte, die nehmen immer die Falschen! Hab mich auch schon mal getäuscht, Freunde. Sie können also auch die richtigen Schränke erwischen. Sind sie runter oder wie? Das Spiel, ey. So, das ist wieder so eine lange Leiter wie ein Snake Eater. Nee, doch nicht. Hat es geladen? Wo bin ich denn? Ich habe immer Angst, ob das meine eigenen Schritte sind, die ich da höre. Oder von jemand anderem. Das kann in dem Spiel sehr gut möglich sein, dass da noch was anderes rumplanscht. Servus, der chillt hier ein bisschen, der hängt hier ein bisschen ab. Es ist echt eine geile Atmosphäre, dieses Spiel. Oh, der badet ein bisschen. Uhuhu.
Hier wieder rauf, oder was? Batterien? Kench? Und tschüss. Ich wollte schon sagen, einfach Richtung Licht gehen. Dem Tunnel folgen Richtung Licht. Aber wir wissen ja alles, dass es keine gute Ideen hat. Da. What? Was willst du? Mach mal ein bisschen ohne Kamera, dann ist die Grafik ein bisschen besser. Bisschen genießen. Happy Birthday fucking to you! Mach auf hier. Servus! Kann ich hier... Was ist mit dir? Ist das ein Freund? What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Bist du ein Freund? Ich glaub's nicht. Du siehst ja auch bescheuert aus. Wo geht's jetzt hier unten lang? Oh! Notizen. Der Doktor ist tot. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Project Wallrider? Erzählst du mir, Spiel, es speichert wieder, ich bin also richtig. Und hier ist Rot, Blut. Male Ward, Female Ward. Ich bin die Frau! Natürlich. Ich darf nicht den Frauen weggehen. Hier geht die weibliche Kacke hin, hier die männliche. Folgen wir mal der männlichen Kacke. Oh, lalala. So, duschen. Die Atmosphäre in dem Spiel, das ist echt krass. Servus. Böse. Von wo kommt das? Von dieser Tür? Natürlich, ich komme jetzt von hinten. Es ist nur ein Spiel, Freunde. Das ist eine ziemlich tiefe Kanalisation, oder? Mit mehreren Stockwerken. Auch krass. Jetzt könnte ich dann langsam wieder mal eine Batterie finden. Abzweigungen, natürlich. Fühlt man sich direkt wie in The Legend of Zelda The Wind Waker. Speichert. Oh, hier ist eine Batterie, oder? Danke an den Typen, der hier immer Batterien an den wildesten Orten versteckt.
muss nachladen. Gute Sicht ist da unten Gold wert. Fucking! Ist die Kamera in dem Fall wasserdicht? Ich hasse so Wasserpassagen in so Horrorspielen. Nicht ohne Grund. Batterie, danke Gott. Nimm auf die Scheiße. Du Lappen, du. Mensch, wer hat das kaputt gemacht? Kranken Schweine. Geh rauf da, du Kannst du nicht aufstehen? Ich glaube, mein Charakter spinnt. Achso, hier sind Kisten. Okay. Es speiert wieder. Ich scheine ja so richtig zu sein. Sehen tue ich aber nichts. Ich sehe doch nichts. So unfair, ey. Danke. What? Was ist denn los jetzt? Rauf mit dir, du! Bist du Freund? Du, Freund! Mach die Musik aus! Ich weiß nicht, ich drehe mich nicht um. Wo bin ich? Mann, ist so ein Krach. Jeder, der raus will, folgt mir. Und wieder da, oder was? Wieder in dieser verfickten Kanonisation. Hallo, er will Fangen spielen. Ich hasse die Kanalisation, ey. Es speiert wieder. So, Leute.
So. Batterien aufzuladen. Lass uns hier mal schauen. Ah. Hallo. Also ich lade jetzt trotzdem mal meine Batterie auf. So, ist das eine Zwangsjacke? Der wurde hier gefoltert. Der arme Typ. Überall so Folterrückstände. Ich würde mich über Batterierückstände freuen. Langsam wird mein... wird's wieder knapp hier. Hier geht's rauf. Dankeschön. Können wir hier einfach mal fucking zugesperrt. Wo kam jetzt das Klopfen her? Ach Mensch, Leute. Worauf habe ich mich nur in diesem Spiel eingelassen? Mit diesem Spiel hier. Beides abgesperrt. Kein Weg dahin. Natürlich. Was? Überall Insekten, Ungeziefer. Das sind überall Leichen, Mann. Alter, das ist so eine geile Stimmung. Hall. Ich will da nicht weiterspielen. Lass uns lesen, Musik. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ja, natürlich, sein ganzer Fuß ist skelettiert. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinischen Versorgungen. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag was Neues. Deshalb möchte ich meine Nieren behalten! Bitte? Also, der Freund hat's nicht geschafft. Kann man hier sonst noch was entdecken? Wurde hier irgendwo eine Batterie operiert oder so?
Tatsächlich. Ich muss da rein jetzt. Ich bin ja total bescheuert, dass ich das jetzt mal. Zum Glück. Zum Glück. In dem Fall endet das Let's Play hier an dieser Stelle. Ah nee, doch nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ih, ein Kopf. Beruhig dich! Mach auf die Shit! Zu spät, ich war zu spät. Hab ein bisschen gefailt hier. Muss mich da schneller beeilen. Ich hab fast nicht realisiert, dass ich hier mich beeilen muss. Okay, eine neue Mechanik. Interessante neue Mechanik. Ich kann verbarrikadieren. Schneller! Lass mich da! God damn it! You're in the right place here, buddy. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? I have a little confab, blah, blah. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Bane? Bist es du? Hahaha.
Nein. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay, then, right this way. Kranker Typ! Ist das jetzt der Doktor? Werde ich das Ganze hier überleben? You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just trying to let you know it stands. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just be a second to wash up and home movies. And it'll give us a chance to talk. Komm, kann ich mir hier nichts schnappen? You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. When people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete truth now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. Nein! We made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. Ach du Scheiße! Ah, ich muss mich hier bewegen. Na los, meine Finger, Mann! Krankes Spiel, Leute. Wir beenden das für heute, Mann. Ich brauche erstmal eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Behaltet eure Finger und kauft bis zum nächsten Mal eine frische Packung Windeln, denn ich scheiß mir jetzt schon in die Hosen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss. Oh Mann.